Nach der Finanzkrise hat China letztendlich die Weltwirtschaft gerettet. Man investierte, baute Straßen, dadurch entstand Nachfrage nach Rohstoffen, Maschinennachfrage. All das sorgte dann für Optimismus in einer Zeit, die von starkem Pessimismus im Gefolge der Finanzkrise geprägt war. Aber das wird diesmal ausfallen. China wird nicht mehr der Wachstumsmotor sein können und der Grund ist relativ schlicht. Die chinesische Gesellschaft schrumpft und wer schrumpfte, der hat es schwerer wachsen. Wachstum zu erzeugen, zumal das Wachstum in China sehr stark gekoppelt war an steigende Immobilienpreise und diese Immobilienpreise steigen nicht mehr, sondern sind in den letzten Monaten gefallen. Das bedeutet, der Wertspeicher für die Chinesen wird weniger wert. Das hat dann Folgen für den Konsum und das sehen wir letztendlich in den Daten. Und das ist das, was letztendlich dann die Frage aufwirft, naja, was passiert jetzt mit der Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr, wenn China nicht der Wachstumstreiber ist, wie wir uns Anfang des Jahres oder wie viele Anfang des Jahres gehofft hatten, als es hieß, oh Wunder, die Wirtschaft öffnet sich nach den Lockdowns in China, das wird ein richtiger Boom. Nein, das ist nicht passiert und wir sehen heute in den Zahlen etwa des Einkaufsmanager-Index Caixin Dienstleistung nur 53,9, erwartet 56,2. Das ist eine sehr heftige Verfehlung der Prognose und praktisch alle Komponenten, Business Activity, neue Orders, all das deutlich schwächer. Warum? Weil eben die Nachfrage schwächer ist und das ist das eigentliche Problem. Und da hilft auch der Stimulus nicht, den sich viele erhoffen. Wenn du etwas stimulierst, dann brauchst du ja die Nachfragebereitschaft. Wenn die aber nicht da ist und die ist nicht da, warum? Weil letztendlich eben der Konsum an den Immobilienmärkten hängt, dann kriegst du das nicht gewuppt und so ist China in einer sehr, sehr ungünstigen Position, nachdem wir sehen, dass ja bereits in der Industrie weltweit im Grunde ein klarer Abwärtstrend der Fall ist. Hier sehen wir das mal, die Global Manufacturing PMI, die sind jetzt unter die 50er Marke auf 48,8 gefallen. Das heißt, wir haben ja den Dienstleistungssektor noch als den Sektor, der die ganze Geschichte trägt, nachdem die Industrie bereits in einer Rezession ist. Und hier schauen wir uns mal die Einkaufsmanager-Indizes an. Manufacturing, also praktisch industrieverarbeitendes Gewerbe. Da sind 31 wichtige Ökonomien, nur 10 sind positiv, angeführt von Indien und Thailand, auch Griechenland ziemlich stark. Ganz unten Deutschland, Taiwan, Italien, Austria, also Österreich und Tschechien, da sieht es richtig schlecht aus für das verarbeitende Gewerbe. Kein Zufall, dass Deutschland da natürlich wieder in Abstiegsnähe mit dabei ist, aber wir sehen, Indien ist derzeit und Thailand sind die Outperformer, der Rest ist eher mau, weitgehend mau und wir bekommen ja in dieser Woche jetzt wichtige Konjunkturdaten. Heute zunächst mal das FED-Protokoll. Da wird die FED erklären müssen, naja, warum haben wir denn eigentlich im Juni die Zinsen nicht angehoben, wenn wir sie dann zweimal anheben wollen, wie aus den Dotplots ersichtlich. Aber wir bekommen vor allem den ISM Service Index morgen aus den USA, dazu noch die JOLTS, also praktisch die offenen Stellen, dazu den ADP Arbeitsmarktbericht und am Freitag ja dann die großen Arbeitsmarktdaten. Aber schauen wir uns mal die letzten ISM Services PMI an, also den Dienstleistungsindex aus den USA, der bisher sehr robust gewesen ist, aber jetzt klare Abkühlungstendenzen zeigt. Wir waren jetzt bei den letzten Daten für den Mai nur noch ganz knapp im Wachstum, knapp über der 50er Marke. Wenn jetzt der Dienstleistungssektor auch noch Schwäche zeigt, dann wird es sehr schwer, denn 8 Monate in Folge ist der ISM Manufacturing, also Gewerbe, bereits in der Schrumpfung mit allen Komponenten unter der 50er Marke, die Wachstum und Schrumpfung praktisch voneinander scheidet. Also alle Komponenten waren unter 50 und jedes Mal, wenn das der Fall war, dann war die Wirtschaft in einer Rezession in den USA. Also da deutet manches darauf hin, dass da etwas kommt und das ist auch für die Aktienmärkte relevant, denn ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, halte sie für wichtig. Der Nasdaq 100 entwickelt sich relativ parallel zu den Einkaufsmanager-Indizes Manufacturing und das ist kein Zufall deswegen, weil diese großen Tech-Werte ja nicht jetzt die großen Wachstums-Stories in der Regel sind, sondern sie sind Zykliker. Die sind ja im Grunde schon Value-Werte, könnte man fast sagen, gelten zwar offiziell als Growth, aber sind ja im Grunde
und teilweise überhaupt nicht mehr mit Wachstum gesegnet, wie etwa eine Apple, auch wie eine Nvidia, by the way. Da ist es ja nur die Prognose, dass die Sachen besser werden, aber sei es drum. Und heute, wie gesagt, wird die Fed auf all das reagieren, was wir an Daten da reinbekommen. Bisher der Arbeitsmarkt ja sehr, sehr stark, das begründet das. Aber warum hat die Fed letztendlich die Zinsen nicht angehoben? In den Dotplots zweimal das angekündigt. Jetzt sehen wir hier, die Inflation ist noch zu hoch. Wir bekommen ja noch Inflationsdaten vor der nächsten Fed-Sitzung, die am 26. Juli wird. Aber wir haben schon viele Indikatoren, die auf Schwäche deuten. Zum Beispiel wenig beachtet die Importe in die USA. Und die USA sind ja eine Importnation, die sozusagen ihr Kapital, ihren Dollar als Exportgut hat und dafür Güter importiert. Und hier sehen wir, die realen Importe, also inflationsbereinigt, sind jetzt rückläufig. Und jedes Mal seit 1970, wenn das der Fall war, dann ist in den nächsten Monaten eine Rezession passiert. Also wir sehen, da gibt es viele Bestätigungen. Jetzt sehen wir natürlich auch den Anstieg von Bankrotten in den USA, eine Folge der Zinsanhebungen, die sehr schnell passiert sind und natürlich Stück für Stück sich durchs System fressen werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im zweiten Halbjahr dann die Folge der gestiegenen Zinsen erstmal so richtig spüren. Gleichwohl sind Wachstumswerte gestiegen ohne Ende. Die haben jetzt Value-Werte um 24% outperformed. Das muss man sich mal vorstellen. Eine der größten Differenzen der letzten Jahrzehnte von Nvidia bis AMD. Das war ein glanzvolles Jahr für Halbleiteraktien. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich in dem Sektor passiert. Dann sehen wir hier, der Semiconductor-Markt hat sich das fünfte Mal in Folge ist der geschrumpft. Im ersten Quartal, das ist die längste Strecke seit der 2002, also seit Platzen der Dotcom-Blase. Das heißt, wir haben einen Anstieg der Halbleiteraktien bei gleichzeitig einer faktischen Rezession in diesem Sektor. Der SOX, ein Halbleiterindex, der ist 48% gestiegen. Wir haben also gewissermaßen eine Entkoppelung wie damals in der Dotcom-Blase zwischen Realität und Erwartung. Jetzt ist die Erwartung, oh, es wird ja alles besser. Nvidia hat diese Erwartung mit einer Umsatzprognose Auftrieb gegeben, indem man gesagt hat, man macht viel mehr Umsatz als erwartet. Wahrscheinlich, weil Chinesen versuchen hier vor bestimmten Boykotten durch die Amerikaner noch schnell zu horten, diese Chips zu horten. Denn manche spricht ja dafür, dass auch dafür Nvidia bald der Schluss sein wird. Und die Folge ist, dass wir jetzt im ersten Halbjahr einen so schwachen Breadth, eine so schwache Marktbreite hatten. Nur 25% der Aktien im S&P 500 haben diesen Index outperformed. Also das sind schon praktisch Zahlen, die zeigen, wir sind da sehr stark kopflastig, sind sehr stark auf diese wenigen Aktien fokussiert, die das Ganze nach oben getrieben haben. Die haben jetzt 31,7%, nämlich die 10 größten Aktien im S&P 500, an Marktkapitalisierung, tragen aber nur 21,5% der Gewinne bei. Das heißt, wir haben auch hier eine latente Überbewertung in Relation zum Rest, so wie eben Tech derzeit extrem teuer ist und Staatsanleihen günstig sind. Wenn wir jetzt hier mal Bewertungskriterien sehen, Staatsanleihen deutlich günstiger etwa noch als andere Aktienmärkte, Value auch noch günstiger als Large Caps und so weiter und so fort. Sie können vielleicht das hier erkennen, wie diese Reihenfolge ist. Und wenn wir international mal gucken, dann sehen wir, dass China jetzt günstiger ist als Japan erstaunlicherweise. Naja, nicht so erstaunlicherweise. Auch Japan hat ja Demografie-Themen. China bekommt diese noch umso heftiger zu spüren. Aber mit Abstand der teuerste Markt weltweit sind die Amerikaner. Dann sehen wir Europa, das so einigermaßen bewertet ist. China jetzt eben deutlich günstiger bewertet. Und hier rechts sehen wir mal, wie die internationalen Bewertungsniveaus in Relation zu den US-Märkten sind. Und auch da sind wir relativ günstig in Relation zu den Amerikanern. Dort herrscht nach wie vor Euphorie, auch wenn der Fear and Greed Index jetzt auf 79 zurückgegangen ist von 84 kürzlich. Normalerweise korrespondieren solche extremen Werte mit Korrekturen im Mindesten.
Wir sehen, dass die Stimmung meistens dann den Kursen folgt. Hier sehen wir mal den saisonalen Indexverlauf. Und da geht es eigentlich ab Anfang Juli dann deutlich nach oben. Das würde bedeuten, dass sich die Aktienmärkte mindestens nochmal verdreifachen. Die sind ja auch total günstig, gar keine Frage. Und hier sehen wir, wie Holger Cepic nochmal darauf hinweist, dass wenn das erste Halbjahr sehr, sehr stark war, dann ist in 75% der Fälle auch das zweite Halbjahr gut. Aber die Frage ist, wird das diesmal so sein, wenn jetzt der Zinseffekt kommt, wenn wir sehen, dass eine Rezession immer wahrscheinlicher wird und sich die USA dem wahrscheinlich nicht werden entziehen können. Vielleicht noch ein Faktor. Schon auffällig, dass sowohl die Ukrainer als auch die Russen jetzt warnen, dass das AKW in Saporischschja attackiert werden könnte. Angeblich, so berichtet die Financial Times, hat Xi Jinping Putin davor gewarnt, das zu tun. Bisher ist es nicht passiert, aber wenn schon diese Warnungen da sind, ist das natürlich durchaus ein Risiko auch für die Märkte vielleicht. Wir werden sehen, wenn wir jetzt mal nach Deutschland springen, dann hat sich die Ampel offenkundig auf einen höheren CO2-Preis geeinigt. Das gilt für fossile Kraftstoffe im Verkehr und beim Heizen, betrifft also so ziemlich jeden. Und die werden ab 1. Januar deutlich stärker ansteigen als bisher gedacht. Nämlich statt auf 35 Euro zu klettern, will man jetzt 45 Euro. Das sollte Steuereinnahmen verbessern, wird aber den Konsum in Deutschland noch maßgeblich dann treffen, wird die Wirtschaft treffen. Das ist dann nochmal ein Kostenfaktor, der schwer zu vermitteln sein wird in einer Wirtschaft, die ohnehin schon absteigt, wie wir sehen. Und jetzt hier sehr seltsame Aussagen beim IFO. Auf der einen Seite bewerten die Autobauer in Deutschland, die ja sehr wichtig sind natürlich für die Wirtschaft hierzulande, die Aussichten so schlecht wie zuletzt im Jahr 2008, also praktisch in der Finanzkrise nicht mehr. Aber kurzfristig sieht man die Lage eigentlich ganz okay und hofft, dass man Preiserhöhungen vor allem im Premium-Segment und bei Elektroautos umsetzen kann. Allerdings sehen wir ja derzeit, dass die Autohersteller schon sehr massive Rabatte auf Neuwagen geben. Da werden zwar Listenpreise aufgerufen, die hoch sind, aber faktisch gibt man dann doch saftige Ermäßigungen. Die Zulieferer sehen die Lage schlechter. Also Lage noch okay, aber Aussichten ziemlich düster, so könnte man vielleicht das Ganze zusammenfassen. Und das wird nicht besser, wenn jetzt sozusagen diese CO2-Preise noch weiter steigen. Das wird die Wirtschaft in Deutschland stark belasten. Abschließend drei Hinweise, meine Damen und Herren, heute. Worauf ist zu achten im FED-Protokoll? 20 Uhr, wir werden das bei Finanzmarktwelt in den wichtigsten Punkten um 20 Uhr abbilden. Davor allerdings noch das Marktgeflüster. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, diese immens invertierte Zinskurve zeigt, was da kommt, warum, wieso, weshalb. Das lesen Sie in diesem Artikel, nämlich über die invertierte Zinskurve mit historisch negativer Dimension. Und der Juni war nicht schön für Shortseller, gar keine Frage. 37 Milliarden Dollar haben sie Verlust gemacht. Wie werden die nächsten Monate für die Shortseller werden? Das wird die spannende Frage. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.